Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Hier in, keine Ahnung, wo wir gerade sind, welche die Stadt heißt. Habe ich ja nur mal informiert, es ist eigentlich zu einfach, um wahr zu sein, was wir machen müssen. Irgendwie schreit mich das Ding an. Es ist ganz schön laut, muss ich mal sagen. Option. Junge. So, jetzt aber. Da, sie war's. Sie ist einfach hierher eingebrochen und hat uns mit ihr Pokémon angegriffen. Komm mit, du bist verhaftet wegen Hausfriedensbruch. What? Wir sind verhaftet wegen... Ja. Sitzt im Knast. Na, klasse. Das macht sich immer gut im Lebenslauf. ey, du kommst hier nicht rein. Rein? Ja, Mann. Schuhe, ja Mann, Schuhe Arsch, Hose Arsch, Gesicht Arsch, alles Arsch. Du kommst hier nicht rein. Das ist kein Schälen, kann ich aber nach, was ich glaube. Aber ich will doch gar nicht rein, ich will raus. Raus ist rein in die Freiheit, als bleibst du draußen aus der Freiheit. Ah ja, vielleicht. Los, Schiller! Wird? Wird voll nass gemacht. Schiller, zurück! Ich mach nix hier, also ich steuere nix, sonst irgendwas. Jetzt wieder. Sag mal, gehst du nicht gegen die... Sag mal, geht es nicht gegen die Ehre, sich von Team Shocket bestechen zu lassen? Ach was, alle Menschen sind bestechlich, das sagt auch sogar die Biene. Hahaha, das sagt auch schon die Biene zu Vespa. Alle bestechlich. Versteht ihr? Stechen, Biene, hahaha. Flachwitz lässt grüßen. Mike findet VM Surfer. Das werden wir gleich mal ein. Hey, du. Hey, du darfst dir noch nicht einfach Sachen nehmen. Doch, sonst kommen wir nicht von der Insel mehr runter. Ach so, na dann. Viel Glück beim Ausbruch. Ah ja, das ist ein sehr anständiger Mensch. Ein. Mensch, der seine ja, Pflichten sehr ernst nimmt. Schiller versucht Server zu erlernen. Welcher Tag soll vergessen werden? Und das ist eine gute Frage. Biss bleibt als Unlicht. Genauigkeit. Plupper ist jetzt nicht so stark. Wie stark ist Surfer? 95. Hat. Ich tue mir gerade ein bisschen schwer. Tackle oder Plupper? Tackle, Plupper. Ene Mister, es rabbelt in der Kiste. Schön wär's. nee, ich nehme Plupper. So, Schüttlock erlernt Surfer. Was hast du mir zu sagen? Willkommen im Pokémon-Hauptquartier. Willkommen. Ich kann nichts weitermachen, dann habe ich Pech gehabt. Port Crossinger, ah ja. Und wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Juhu! Wollte ich auch mal tun. Gibt's hier was? Nein. Gibt's hier was? Nein. Gibt's hier was? Leuchtturm. Zutritt verboten. Leck mich am Ärmel. Weiter geht's. Hier runter. Das ist dasselbe, wenn wir da lang gekommen wären. Okay. Ah, jetzt verstehe ich. Deswegen brauchen wir Surfer. Alles gleich, ein Pokémon. Wo geht's hier hin? Erstmal zu wilden Pokémon, zu einem wilden Tentacher. Aber wir haben bereits ein Wasser-Pokémon. Deswegen ist es uninteressant für mich. Ich war nie ein Freund von Tentacher und Tentoxa, muss ich sagen. Auch in erster Edition nicht. Ich wüsste nicht. Hat's mir nie wirklich angetan. Ist ja gut. Was haben wir jetzt eigentlich für Pokémon? Ich heiße. Aufnahmepause gehabt, deswegen muss ich jetzt erstmal schauen, was für Pokémon wir haben. Wir haben einen Meryl, wir haben einen Pikachu. Mit welcher Tacken? Wiederaufbau, Tackle und Stärke. Und ein Meryl mit Akku, Rutenschlag, Tackle und Eigner. Na gut. Vielleicht werde ich das offline mal trainieren, aber ich kam erstmal nicht weiter. Was ist das? Ey.
Ich finde es irgendwie beunruhigend, in der Nähe des Polizeihauptquartiers zu wohnen. Was, wenn eines Tages ein Verbrechen mit uns ausbricht? Ach, wenn du wüsstest. Was meinst du damit? Nicht so wichtig, vergiss, was ich gesagt habe. Und ich bin ja auch nicht gerade ausgebrochen, nö. Oh, das war knapp. Entschuldige, ich hätte besser aufpassen müssen. Willst du Arena leider? Ja. Er ist momentan nicht da, aber vielleicht kann ich dir helfen. Nein, danke. Ich habe kein Interesse an Roten. Doch, habe ich. Doch. Mein Ziel ist bloß, das E und die Pokémon zurückzuholen. Hä? Nicht so wichtig. Doch, ich will trotzdem Orden haben. Du Ass. Du Göre, du. Willkommen. Tragen, wir können Tränke kaufen. Ich habe kein Geld wirklich. Wie viele Tränke haben wir? Ach so, aktuell im Beutel. Okay, da brauchen wir keinen Trank. Schutz. Oh. Pokéball wäre nicht schlecht. Auf Wiedersehen. Na gut, dann gehen wir doch erst noch weiter. Was gibt's hier noch? Für coole Gespräche. Was bist du für eine? Ich muss dringend aufs Klo. Aber die Pokémon-Grafiker gibt's keine Toiletten. Wenn ich Nintendo in die Finger kriege. Oh. Das heißt, wenn man aufs Klo muss, ist Kate in der Nähe. Und je näher man an der Toilette kommt, ihr kennt das. Ich bin letztens einfach mal aus Neugier in das Haus nach rechts gegangen. Dort bekam ich den Schock meines Lebens. Haus rechts. Was ist hier? Etwas kräftiger Mensch. Alles wird von Tag zu Tag schwerer. Ich auch. Not bad. Was gibt's hier? Ein alter Mann. Ich hasse die Polizisten von Feuergrün. Sie wollen immer nur das Beste. Aber das kriege ich. Das kriegen sie nicht. Das Geld. Was gibt's hier? Oh, ein kleines Mädel. Was? Lass mich in Ruhe. Hier läuft gerade Pokémon. Guckst du etwa den ganzen Tag fern? Na und? Lieber Fernsehen faul als radioaktiv. Oh. Wieder so ein Flachwitz. Ich liebe die Farbe Orange. Das ist der einzige Grund, warum ich hier hergezogen bin. Sicher, dass es der einzige Grund ist? Ja. Das liegt nur an der Farbe und hat nichts mit meiner Freizeitgestaltung zu tun. Ah ja. Traurig. Wer bist du? Ich habe den Bau für das Pokémon Center in der Stadt finanziert. Leider hatte ich nicht genug Geld für das Obergeschoss. Ah ja. Ey, da ist was. Da will ich hin. Da gehen wir gleich rein. Warte. Will ich hin? Mike Windeschutz. Juhu! Wir haben Schutz. Denk dran, immer mit Schutz. Ah, Port Grand Etablissement. Bauf! Aua, pass doch auf! Hey, sind Sie nicht Roberts Mutter? Nein. Ey! Scheiß Mutterwitze. Minderjährige haben hier nichts zu suchen. Ist hier ein Puff? Ein Puff? Hier ist ein Puff. Ich will nochmal rein. Minderjährige haben hier nichts zu suchen. Mist. Ja, Aufklärungsunterricht hier, die Grünen. Gleiches Recht für alle. Was gibt's hier? Eine Treppe. Okay, was gibt's hier? Ich bin letztens mal. Achso, das hatten wir schon. Hier gibt's auch einen Pokéball. Sag ich doch. Ein Pokéball versteckt einen Pokéball. Das ist einfallsreich. Darauf muss man erstmal kommen. Das ist eine Höhle. Betretende Schalt ist verboten. Ups. Hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht. Oh nein, du hast nicht etwa den Schalter gedrückt. Nein. Es wird die gesamte Welt untergehen. Ja doch.
Jetzt wird Red Bull gesoffen, deswegen laufe ich in den Tee auf. Ah. Ah ja. Du bist schuld. Natürlich. Haha. Das ist eine Welt, wo nicht mal Kinder in den Puff rein dürfen. Mike findet auf Wecker. Hey, ein Wecker. Lalalala, wir gehen mal hier runter. Was gibt's hier? Nicht. Nicht. Gut. Was gibt's hier? A boat. Und auch nicht. Gut. Was gibt's hier? Zwei Boote. Hey, und noch weniger. Ein Tentara, wer hätte es gedacht auf dem offenen Wasser? Aber irgendwie. Und da kommen wir. Warte mal. Schauen wir auf die Karte kurz hier. Wo müssen wir hin? Wir sind gerade hier. Wir müssen irgendwie nach links. Gut. Und nun, wie komme ich da hin? Da ist dieser doofe Wald. Ging es da oben noch hoch? Ging es da hoch? Ging es da hoch? Ging es da hoch? Ja, da ging es hoch. Was suchen die zwei hier? Hey Mike, du musst mir unbedingt helfen. Robert hier, der geht mir langsam auf die Nerven. Danke, danke. Ich hoffe, ich euch auch nicht. Naja, ständig verfolgt er mich. Kannst du dich nicht um ihn kümmern? Warum frage ich überhaupt? Natürlich willst du. Beziehungsweise ich will, dass du willst. Ende der Diskussion. Na toll. Was will ich mit Robert? Ist ein Wald? Nein, keine Ahnung. Bist du zu irgendwas gut? Seht, dort, sie. Schnell schnappt sie euch, bevor sie mit ihrem Shylock davonfliegt. Aber Shylocks können nicht fliegen. Das schon, das ist ein Zauber-Shylock. Aus Hogwarts, wisst ihr wie? Oh nein, sie hat ein Zauber-Shylock. Schnelle Deckung. Was zum... Egal. Oh, ich brauch dich kurz. Deine Hilfe, versuch sie irgendwie aufzuhalten. Das will ich sehen. Pass auf, ihr Polizisten. Ich habe einen Murmel, ein Urmel aus dem Eis. Das macht euch fertig. Ah, red um euer Leben. Ah, ihr seid so bekloppt. Ah. Ah. Was ist bloß ein Stein? Hast du etwas auffällige Lage erwartet? Tja, Pech gehabt. Nur ein Stein, na gut. Ja, doch. Und das ist auch ein Stein? Schade. Na gut. Hier geht's nicht weiter. Was gibt's hier Schönes? Ment Kesmi Tunnel. Okay, es geht in den nächsten Tunnel. Was das zum Leuchten Kreis um mich herum? Kommt das für einen Scheinwerfer oder was? Am besten, ich suche mal den Typ, der hier die Scheinwerfer bedient. Da kann ich ihm mal sagen, dass er den beleuchteten Bereich größer machen soll. Ey, das ist echt mies hier. Mike, bin du zweimal super dran. Das finde ich zweimal super. Hui. Hey, da ist er doch. Hi. Bist du dieser Scheinwerfer-Typ? Nein, ich habe nur ein leuchtendes Fass um den Bauch geschnürt. Natürlich bin ich der Scheinwerfer. Dann mach den beleuchteten Kreis mal größer, so kann ich nie von Polizisten fliehen. Was? Nicht so wichtig, ich mach einfach den Kreis größer. Wahnsinn, übertreib nicht. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Das bisschen hilft mir gar nichts. Okay, dann mache ich den Kreis eben noch größer. Willst du mich verarschen? Du kopierst es nicht, oder? Kann das sein? Ist ja gut, lass mich bloß in Ruhe. Damit kann ich arbeiten. Mike, bin der Trank. Du Kuh. Ist groß genug? Ja, bitte. Ha, hättest du wohl gerne. Dann hätte sie gefragt, ob er uns... Oder ich sag's mal. Es ist immer noch nicht genug. Wenn du willst, kann ich dich ja gleich durch den ganzen Tunnel tragen. Aber nur, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ne? Gerne. Ha, hättest du gerne was? Ja. Ein Zubat. Gegen mein Shylock. Rams. Zubat schreckt zurück und es gibt eine Aquaknarre hinterher. Wollen wir mal andere Pokémon? Ah ne, jetzt mache ich mal offline. Das trainieren mache ich offline. Das ist
Noch mehr Rätsel, hey. Depp und Depp und Depp. Gut, Steinrätsel haben mich nie wirklich herausgefordert. Ein Kleinstein. Aquaknarre. Bam. Warte, man kann eigentlich das Pikachu hier. Werden wir mal schauen, ob das Surfer lernen kann. Nee, scheinbar nicht. Marill könnte es lernen. Wer soll so vergessen werden? Guten Schlag. Marill kann jetzt auch Surfer. Hey. Mike findet Schutz. Ein Zubat, wer hätte es gedacht? Geh mir aus dem Weg. Dams! Was gibt's hier? Nicht. Was gibt's? Ah, ein Wanderer. Und ein Zubat erstmal. Jemand aus dem Weg, Zubat. Ich will zum Wanderer. Ist dir schon mal aufgefallen, dass diese Felsen wieder an ihrem Ausgangsursprung sind? Wenn du die Leiter benutzt, also dass sie dann wieder da sind, wenn du weggeschoben hast, wieder weg. Leiter ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin derjenige, der sie wieder zurückschiebt. Du solltest mir danken. Danke. Das ist durchaus nützlich zur Zeit. Wanderer schickt Kleinstein in den Kampf. Kleinstein, Kleinstein. Und ich ein Schiller. Welch fast identischer Kampf. Schiller hat. Achso, auf der anderen. Nein, will ich nicht. Ein Zubat. Was? Erstauner. Boah, du kannst Aquaknarre. Boah, ich bin tot. Anders schickt Kleinstein in den Kampf. Wir wollen mal Marill. Komm, setz doch mal Marill ein. Ja. Tausch. Marill! Ey, das ist ein cooles Bild. Von Kleinstein. Das quält mir. Aber Surfer wird ihm den Rest geben. Juhu! Das ist verdammt anstrengend, weißt du das? Also die Steine. Das? Das? Und das? So. Schillock! Aquaknarre! Und das ist ein Ex-Kleinstein, sag ich doch. Gibt's hier noch was? Nö. Also. Ein Kleinstein. Brauchen wir einen Kleinstein? Nein, wir brauchen keinen Kleinstein. In unserem Team. Oh, jetzt muss ich gucken. Genau. Edge. Noch. Super, geh mir am Senkel. Ja, Sherlock, brauchen wir jetzt nicht. Muss ich jeden anklappern. Was ist jetzt wieder los? Wieder ein Superhalt. Flucht. Geh mir auf den Senkel. Ah, ein Wanderer. Ich glaube. Was? Das war einfach zu schnell Enter. Na gut. Wanderer schickt Kleinchen in den Kampf. Das kennen wir schon. Surfer, nee. Warum nicht gleich so? Schillock erhält 44 Erfahrungspunkte und erreicht Level 18. Was möchte ich einsetzen? Ich als. Marill und noch ein Kleinstein. Und noch ein Surfer. Und der nächste. Pokémon, was ins Pokémon Center muss? Nein, möchten wir nicht. Und noch ein Kleinstein. Level 17. Aua. Hanne mal. Hui, das war jetzt mal ein Anstieg. So, sind wir trotzdem schneller. Toll. Muss ich jetzt nach unten oder nach oben?
Ich weiß es nicht. Ich war ja auch noch nie. Mike findet Superball. Was gibt's hier? Ein Rätsel. Nicht, das ist doch falsch. Oder? Okay, wir gehen mal in eine andere Richtung. Ich stelle das eher, was wenn man von unten kommt. Ja, das ist schon besser. Kommen wir nicht von hier? Nee. So ähnlich. Wie sie mir auf den Senkel gehen. Ich setze jetzt Schutz ein, jetzt könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So, Beutel. Ach da, Schutz. So. Ja. So. Was gibt's hier? Was war im Blitz? Ah, er hat Hitpunkt. Ja, der Pikachu hätten wir dafür. Oh, ein Vati. Aber nur auf Level 10. Das ist. Sollte machbar sein, jawohl. Was setzt ihr jetzt ein? Ich hab's nicht gelesen. Ein Pika Pika! Ein Tackle würde reichen, sage ich doch. Folge meinem Blick und du findest den Ausgang. Will ich noch nicht. Ich will erst mal gucken, was hier gibt. Von da kommen wir. Gut. Oder hätten wir auch kommen können. Und da oben war noch was, gell? Gell? Schutz wirkt nicht mehr. Leckt mich am Ärmel. Beutel. Schutz. Was gibt's hier? Hä? Gibt's auch was? Wo sind die denn hier schon wieder? Hä? Gut, einmal im Kreis gelaufen. Alter. Und wir haben keinen Schutz mehr. Wie mich das jetzt schon wieder nervt. Gut. Weg. Ist ja gut. Runter. Was gibt's hier Schönes? Da war was. Halt die Klappe, Kleinstein. Hier, das hast du voll gespuckt. Hast du nun davon, Edge? Was gibt's hier? Oh, ein Pokéball. Mike findet Sonderbonbon. Juhu, was gibt's hier? Oh. Den Gipfel haben wir gefunden. Ey, das ist echt der Gipfel, sage ich dir. Auf dem Stein steht etwas. Erst wenn Zeit gekommen ist. Was das wohl zu bedeuten hat? Ja, doch. Ich will da oben. Menu. Boah, ich muss mit den ganzen wilden Pokémon durchkämpfen hier. Was war das für ein Vieh? Ich kenne das nicht. Das ist ein neues Pokémon. Das ist außerhalb meiner Kenntnis. Außerhalb meiner Kenntnisse. So. Von wo sind wir jetzt gekommen? Kleinstein, wie du mir auf den Senkel gehst. Ja, geht doch. So. Nur die Kleinsteins war ich jetzt kalt. Nur die Kleinsteins. Weil das nur ein Hit-Kill ist. Und wenn das Erfahrungspunkte bringt. Und wir gleich Level 19 sind. So, weg damit. Und tschüss und Level 19. Edge. So, seine Richtung ist Ausgang. Na dann, weh, du hast gelogen, du Zauber. Zubat. Geh mir aus dem Weg. Was gibt's da oben? Kleinstein. Ja doch. Ist so gut. Was? Hä? Ah. Ah, das ist ausgenutzt. Nee, oder? Hä? Hier ist es eine Pokebälle. Beleber und Supertrank. Traf ich nicht. Ich hätte mir Schutz kaufen sollen.
Und raus da, komm. Mir jetzt egal, raus hier aus der Höhle. Die Viecher gehen mir einfach nur auf den Senkel. Ohne Schutz ist das... Oh, herrlich. Was bist du für einer? Und wieder einmal hat ein Camper zugeschlagen. Es gibt kein Entkommen. Wir haben schon festgestellt, wir mögen keine Camper. Ein Topsy. Wahnsinn, Level 10. Ich wiederhole mich. Wahnsinn. Biss. Hey, hat er überlebt? Oh, tackeln können wir auch. It. Nein, wollen nicht wechseln. Ein Visor. Wieso nur? Ey, wird der schneller als wir. Und tschüss. Nein, wechseln nicht. Auch nicht gegen Ratzfratz, weil da ein Surfer ist. Die Ratten versinken das sinkende Schiff zu spät. Ein Kluman, oh süß. Putzi, putzi. Oh ja. Oh, jetzt hast du tot gemacht. Oh ja, guck mal dahin. Schnuck erhält uns 57 KP. Wird Zeit, dass ihre Camper endlich vom Server schwierig wird. Ihr nervt. Bist bloß eifersüchtig auf meine unglaublichen Fähigkeiten. Nee, aber eine grüne Kappe. Die ist echt cool, die grüne Kappe. Da gibt's was. Gegengift. Ich gehe jetzt nicht durch das hohe Gras. Und ein Aufwecker gefunden. Und ein Wanderer gefunden. Hey! Ach, mein Schimpf. Ach so, bin so verleid, weil er nicht von der Insel runterkommt. Kleinstein gegen Schiller. Welch fast identischer gleicher Kampf. Aber nur fast. Noch ein Kleinstein. Und noch ein Aquaknarrer. Und wieder keine Chance für Kleinstein. Och, Menno. Und ein Zubat. Das geben wir auf den Senkel. Reicht. Gut. Und weg damit. Kannst du mir mal was Pokémon leihen? Nicht nachdem du mich angegriffen hast. Nicht nachdem du mich einfach angegriffen hast. Was ist hier oben? Hohes Gras. Hey, wer wurde dich angegriffen? Weißt du, wo du hier bist? Nein. Du bist in der größten Stadt überhaupt. Größte Stadt? Hier gibt es so ein paar Wohnhäuser. Ja, und? Die Stadt ist so groß, wir benötigen sogar zwei Läden, ein Pokémon Center. Ach, bitte bloß nichts ein. Diese sogenannte Stadt geht doch nur damit, man sein Pokémon nach dem Mount Kesmi heilen kann. Mega groß City, den wollen wir uns mal angucken. Eins. Das ist wirklich eine mega große City, also muss ich sagen. Gehen wir mal hier rein. Ursprünglich war es ein Kleindorf. Ich hatte schon immer einen Traum, in einer Großstadt zu leben. Ich bin sofort hierher gezogen, als ich genug Geld dafür hatte. Die Grundstückspreise in einer solchen Metropole sind horrend, das glaube ich. Bei den ganzen Häusern weiß ich gar nicht, wohin mit den ganzen Häusern hier. Aber es wird geheilt, ja. Dankeschön. Wer bist du? Ey, wer bist du? Wie kann es sein, dass die Ansammlung von Häusern einen Stadtstatus bekommen hat? Achso, hehe. So. Falls wir nochmal durch einen Tunnel müssen. Willkommen. Schutz. Ah, der hat sogar super, den sogar super Schutz gehabt. Alles egal. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Was gibt's hier? Das, die Sortimente in den Märkten ist einfach schrecklich. Erst Tränke, dann Schalbers Heilmittel und dann wieder Tränke. Wie soll ich das Gesuch befinden? Tja, google doch mal. Oder frag mal. Okay. Mike, ich bin ein Hyperheiler. Juhu. Hohes Gras. Mit einem wilden Pokémon ein Visor. Wieso nur? Och, ich kann es auch nicht lassen, geht den doofen Witz. Aber das ist unter Level 20, hoffe ich doch mal. Turbodreher und Level 20. Welche Tage soll vergessen werden? Jetzt kommt Tackle weg. Nein, hier will ich keinen Schutz ausgeben für. Taubsi mit Fliegerhäubchen. Will ich auch nicht. Hätte man Schlange haben können, will ich nicht.
Route 1, waren wir nicht schon mal? Irgendwie kommt mir das ja alles bekannt vor. Noch ein Taubsi, Level 3. Hey. Fast gutes Ding. Fast. Gut, erst noch weg vom hohen Gras. Und einen Superball gefunden. Jawohl, und weiter geht's. Und zwar in der nächsten Folge dann mit euch zusammen bei Pokémon Feuergrün. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao.